sind wir über Telefonleitung mit München verbunden. Am 30. Januar feierte Super Channel sein einjähriges Bestehen des Senders. Super Channel ist ein europaweit empfangbarer Sender. Die Zahl der Zuschauer hat sich in einem Jahr mehr als verdoppelt. Aus diesem Anlass haben wir jetzt ganz herzlich am Telefon Michael Kaiser. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Super Channel ist noch ein recht junger Sender. Wann hat Super Channel mit der Arbeit, mit dem Senderbetrieb begonnen? So, we now have Michael Kaiser on the telephone. He is the manager of Super Channel. And Super Channel celebrated its first anniversary on the 30th of January. And we'd like to ask him, when Super Channel first started. Wir haben heute gerade unseren einjährigen Geburtstag. Voriges Jahr am 30. Januar 1987 haben wir begonnen zu senden. We started broadcasting last year on the 31st of January 1987. Wer sind die Shareholders von Super Channel? So who are the shareholders of Super Channel? Shareholders sind hauptsächlich die Gesellschaft des britischen ITV-Fernsehens, bis auf Thames Television, die leider nicht bei uns sind. Und die Virgin Group, das ist Richard Branson mit seiner Schallplattenfirma mit 17%. Aber wir sind eine Tochter hauptsächlich der britischen ITV-Gesellschaft. Shareholders are mainly British ITV television, with the exception of Thames Television, who unfortunately are not anything to do with us. And then Virgin Records holds 17% of the shares, that's Richard Branson. Wo und in welchen Sprachen kann denn Ihr Programm empfangen werden? Mm-hmm. Where can your programs be received and in what languages? Super Channel sendet im Augenblick hauptsächlich in Englisch. Wir haben einmal in der Woche eine holländische Sendung und werden ab März eine deutsche Sendung haben, Tatort, und beabsichtigen ab September einen ganzen Abend in deutscher Sprache zu senden. Most of Super Channel's broadcasting is in English. We have once a week a program in Dutch, and from March onwards we will have a German program called Tatort. And hopefully in September this year we will have a whole evening purely of German television. Wann haben Sie denn mit dem Sendebetrieb in Deutschland begonnen? Mm-hmm. When did you start broadcasting in West Germany? Netze von der Musicbox, von der englischen Musicbox übernommen, konnten so am 30. Januar mit 6,7 Millionen Haushalten in Europa starten, haben auch deren Haushalte in Deutschland übernommen und haben jetzt eine Steigerung seit dem letzten 30. Januar auf 2,8 Millionen Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland. Network from the English firm Musicbox, and were able to start broadcasting in Europe on the 30th of January with 6.7 million households. And since we have taken over the network in Germany and now have a further 2.5 million viewers in Germany. An welche Personengruppe richtet sich bitte Ihr Programm und was sind dann die Programminhalte, Herr Kaiser? Mm-hmm. Which kind of people do you direct your program at and what are the contents of the program? Programm ist ein Programm für die ganze Familie, General Entertainment. Und hauptsächlich haben wir Serien, Spielfilme, Filme, haben eine große Nachrichtensendung, haben sehr viel Sport, etwas für alle aus der Familie. Entertainment, such as serials, drama, films, news and a lot of sport, something there for the whole family. Gibt es in Ihrem Programm irgendwelche Besonderheiten? Are there any specialities in your channel? Ein englischer Sender sind. Dann haben wir als erster eine paneuropäische Nachrichtensendung, die wir jeden Abend zwischen 20 und 20.30 Uhr ausstrahlen. Dann haben wir eine große Schiene mit Dokumentationssendungen von der BBC. Das ist vielleicht das Besondere an unserem Programm, dass wir sowohl Programme der BBC und der ITV senden, was bisher noch niemals auf der Welt da gewesen ist. The important thing is that we're an English broadcasting company. We're the first channel ever to broadcast a trans-European news service, which we show every evening between 8 and 8:30 p.m. Then we also show many documentary films from the BBC, and that's maybe the most unusual point about our channel is that we combine programs from the BBC and ITV, which has never been done before. Wie viele Zuschauer können Ihr Programm durchschnittlich empfangen? How many viewers do you have on average for your channel? Oh, das ist uns gelungen, jetzt zu unserem einjährigen
Geburtstag die 10-Millionen-Grenze zu überstreichen. Das heißt, 10 Millionen Haushalte in ganz Europa, ungefähr 25 Millionen Menschen in 15 Länder Europas. Und unsere Ratings sind sehr unterschiedlich, natürlich in den deutschsprachigen Ländern noch nicht so hoch, aber in Holland und Skandinavien haben wir fast 25% Sehanteil. We have managed to pass the 10 million border, that is 10 million households, perhaps 25 million viewers in 15 different European countries. And in German-speaking countries, our ratings are obviously not as high, but in Holland, for example, we have 25% of the population watching our channel. Bietet Super Channel auch einen Sonderservice, etwa Teletext, an? Mm-hmm. Does Super Channel offer any special services, for example, Teletext? Wir haben auch einen Teletext-Service, Supertext, der sehr oft genutzt wird. Und wir bieten auch von der Firma Goodyear gesponsert ein Wetternachrichten, die alle Stunde über das Super Channel-Programm kommen. We have a Teletext service and also a weather service sponsored by the firm Goodyear, which appears every hour. Bis vor kurzem hatte Super Channel einen 24-Stunden-Programmservice. Was sind die Gründe für die Herabsetzung des Programmangebotes auf nur 18 Stunden? Mm-hmm. Until recently, Super Channel offered a 24-hour service. Why did you decide to cut the service to 18 hours? Stunden eigentlich genug. Es ist so, wir hatten in der Nacht doch einen Musikservice, der ein bisschen Besonderes von den Urheberrechten relativ viel Geld kostet. Wir haben eine Studie gemacht, wer uns zwischen 2 Uhr morgens und 7 Uhr morgens sieht. Und das sind so wenige und sie bekommen zwischen 2 und 7 Uhr auch keine Werbung, dass das eigentlich zu teuer ist, dass wir das weitermachen konnten. Yes, 18 hours are enough. We used to have a music service from between 2 and 7 a.m., but we paid a lot for copyright. And having conducted a survey to find out how many viewers we actually had during this time, we found it wasn't financially worthwhile, especially as we have no adverts between these hours. So now our hours are shorter. Right. Herr Kaiser, Sie arbeiten und arbeiten nicht nur für Super Channel. Wo konnten Sie denn bereits Ihre Rundfunkerfahrung sammeln und wie wurden Sie Geschäftsführer von Super Channel in Deutschland, Österreich und Switzerland? Mm-hmm. You don't only work for Super Channel. Can you tell us how you came to be the manager of Super Channel in Germany, Switzerland and Austria? Ich habe eigentlich eine sehr, sehr lange Geschichte im Satellitenfernsehen. Ich habe bereits 1970 als Marketingleiter bei Siemens für Kabel- und Satellitenfernsehen angefangen. Bin dann am 01.01.83 zu Sky Channel gegangen, war eines der Gründungsmitglieder zu Sky Channel, noch bevor es von der Murdoch-Gruppe aufgekauft worden ist. Habe dort Sky Channel nach Deutschland, Österreich und die Schweiz gebracht, auch nach Holland. Bin dann am Anfang 1986 als Leiter der Gruppe Marketing Operating zu RTL Plus gegangen, für die ich noch bis zum April dieses Jahres als Berater arbeite. Und bin dann ab 01.01.87 Geschäftsführer von Super Channel für Deutschland, Österreich und die Schweiz geworden. I started working for Siemens on cable and satellite TV, then 1983 started working for Sky Channel, and in January 1987 I became the manager of Super Channel for Germany, Austria and Switzerland. Ihres Programmes vom Sender bis zu den einzelnen Empfangsgeräten beschreiben, bitte. Can you tell us what happens during the production of your program, so from broadcasting until it reaches the spectators? Unsere Sendezentrale ist das Vision House in der Nähe der Oxford Street in London. Dort wird alles gesendet. Von da aus in unsere Studios sind die Abspielgeräte. Von da aus geht es in die Docklands. Das ist ein großes Center von der britischen Post, British Telecom. Von da aus wird es dann auf den Satelliten ECS1 gesendet, den die europäischen Postbehörden betreiben. Und dieser Satellit hat in seiner Abstrahl-Ellipse fast ganz Westeuropa und so kommen wir eben dann in die Kopfstellen der deutschen Bundespost, die dann über Kabel hier in Deutschland das Programm weiter vertreiben. The broadcast from Vision House, which is near Oxford Street in London. From then they go to the Docklands, where there is a big British telecom center. And from there, over satellite to postal authorities all over Europe.
And that is how our programs reach you in West Germany. Können Sie uns abschließend noch etwas über Probleme und Unterschiede Programme in England und Great Britain, Deutschland bzw. europaweites Programm zu machen sagen? Tell us the problems involved and the differences between making programs in England and in Germany or for example anywhere else in Europe. Kann ich Ihnen sagen, es ist also so, dass unsere, zum Beispiel unsere Werbegesetzgebung ganz anders ist. Wir dürfen nur 7 Minuten die Stunde machen, die deutschen Privatprogramme 12. Dann ist es in England so, in England nimmt der Sport also einen viel größeren Platz ein. Man muss sich vorstellen, dass BBC und ITV jeden Sonnabend ungefähr 5 bis 6 Stunden Sport hauptsächlich live bringen. Und es ist eben ein Programm, was die Dinge nicht nur nach dem Zuschauer irgendwie ausrichtet, sondern eben auch Randgruppen kommen, bekommen die Chance, am Fernsehen teilzunehmen, was in Channel 4 stattfindet, der auch relativ populär in England ist. Und es wird eigentlich in den 4 englischen Programmen alles, was man sich denken kann, total abgedeckt. Yes, there are... Yes. Yes, there are differences. For example, in England we are only allowed 7 minutes of advertising every hour, whereas German private channels are allowed up to 12 minutes. Then we show a lot more sport on English television. For example, every Saturday both BBC and ITV show at least 5 or 6 hours of live sport. And we also aim to cover on our channel, so all minority programs, everything possible can be shown on our channel. Uns für diese Schaltung nach München und wünschen Ihnen bei Ihrer Arbeit alles Gute. Herzlichen Dank nach München. So thank you very much, Herr Kaiser, for phoning us from Munich.